Hallihallo und zurück bei Manchi bei Pflanzen vs. Zombies. In der letzten Folge haben wir unseren neuen Freund bekommen. Und wir werden nun unseren Freund natürlich gezielt einsetzen, um die bösen Horden des Bösen aufzuhalten. So. Ach, die Musik ist immer wieder schön. Ich bin begeistert. So. Ich habe letztens mal ein bisschen so bei Steam rumgeschaut. Gibt da ja wirklich mittlerweile ganz viele Indie-Games, also die springen momentan gefühlt so ein bisschen wie die Pilze aus dem Boden. Auch so alles Ableger von Kanzlerischen Spielen, die bekannt sind. Sei es von Forest, wo jetzt verschiedene überlebende Spiele gemacht werden, die teilweise gut umgesetzt sind, eine eigene Geschichte haben, teilweise, ich kann es nicht einfach sagen, einfach billiger Unklatsch sind, wo ich mir dann, oder wo ich mir vorher schon, auch letztes Jahr irgendwann das Original lieber geholt habe, wie Forest. Und ja, ich bin der Meinung, wenn man was macht, es kann gerne kombiniert sein, also zumindest die Grundidee ist ja, man sollte sich das eigen umsetzen und sich nicht so viel bei anderen orientieren, weil das ist ja nicht Sinn und Zweck, wenn ich selber ein Spiel programmiere, dass das so viel anders ist oder so gleich ist wie bei jemand anders. Ich mache mal das Beispiel, ich würde jetzt ein Spiel wie StarCraft machen wollen. Als Ableger und benenne einfach mal prinzipiell die drei Rassen anders und ändere etwas das Design, aber so die Eigenschaften, alles ist dasselbe, die Hintergrundstory. Da finde ich das einfach mal langweilig. Anders kann man es ja leider nicht sagen. So, wir brauchen auch noch den. So, jetzt geht das natürlich mit den Pflanzen auf den Schäfer so. Von Terraria muss man jetzt mal fairerweise dazu sagen, wie ich das mitbekommen habe. Da ich Terraria nicht kenne, weiß ich natürlich jetzt nicht in Summe, wie viel da abgebaut worden ist. Aber wenn ich jetzt beispielsweise sehe, wie viele Ableger es da auch schon wieder gibt, die dann fast 1:1 von der Optik her genau dasselbe Prinzip sind mit den Flammen und den Bauern und Mario und Tun, finde ich das einfach mal. Scheiße, um es vorsichtig abzusagen und anzusagen, weil wie gesagt, ich kann mal Ideen holen, das steht außer Frage. Aber es ist natürlich sinnfrei, dann wirklich die Ideen von anderen als Weise zu programmieren. Auch wenn man Programmierarbeit reinsteckt, keine Frage, versucht es ein bisschen anders zu machen, aber ich finde es dann immer noch schade, einfach den gegenüber, die es dementsprechend wirklich gemacht haben. Ja, okay. Ja. Ich finde es halt wirklich schade. So. Das ist mal mein Statement zum Thema. Wir kopieren irgendwelche Spiele und machen das so zum Eigen und sagen, ey, guck mal, ich habe ein tolles Spiel programmiert, das ist wie The Forest oder das ist wie Minecraft. Spiel doch lieber mal das. Und teilweise geben mir die Beurteilung bei Steam dort auch dementsprechend recht. Das ist genauso wie diese abgeklatschten Varianten dann dementsprechend nicht die guten Kommentare haben, weil sie dann eben nicht so umgesetzt sind. Aufgrund von Nicht-Könnens bzw. Nicht-Wollens, das ist jetzt natürlich die Frage. Das kann ich jetzt so nicht einschätzen, wenn ich ganz ehrlich möchte ich auch nicht einschätzen. Aber das ist dann halt auch teilweise schon nicht so das Gelbe vom Ei. So. Achso, das war noch gar nicht die letzte Welle. Ich bin wieder fast fertig mit dem Ausbau. Aber wenn man diesmal richtig fix hier gibt, so eine super tolle Bilder auf dem Mann. Also, hier und da höre ich mich jetzt gerade nämlich auf die Stimme mal abschauen, ob es irgendwelche schicken Spiele gibt, die noch ein bisschen neu sind. Die man da einspielen kann. Ich habe da jetzt verschiedene Sachen schon gefunden. Aber weiß noch nicht so richtig, ob es ist dann. Ich habe gerade später, aber mit dem mal schon 20 Euro. Da kann mich jetzt hier
jemand als geistig beschimpft, das ist okay, kann ich mit leben. Auch kann ich beispielsweise für 60 Euro kaufen, wenn das dann zwei Monate später schon für 20 zu haben, das muss man letztens jetzt gegen. Würde ich dann einfach sagen, 40 Euro gespart, das macht sich dann bin ich der Erste, der am Laden sich wieder so holt. Beispielsweise ist jetzt so, ich wollte gleich am Anfang, wo es rauskam, One Piece, Pirate Warriors 2 für die PlayStation 3. Das wollte ich unbedingt haben. Und da habe ich auch so für die 60 Euro auf den Tisch gelegt und dachte, komm, ja, damit ist mein, da denke ich nicht drüber nach. Aber das sind dann halt schlichte Spiele, wo ich von Anfang gehört habe, die muss ich haben, die will ich haben, da gibt es nichts anderes. Pflanzen haben für dieses Feld hier oben, müssen wir uns unser Team zusammenstellen. Wir brauchen natürlich dich. So, die Kirschbomben lassen wir jetzt einfach mal weg. Weil wir bauen jetzt eine ordentliche Verteidigungslinie auf. So, wo waren wir gerade stehen geblieben, wo wir, bevor wir so unsanft vom Spielgeschehen abgelenkt worden sind? Genau, bei sofort kaufen oder nicht. Anderes Spiel, was ich mal auch sofort gekauft hatte, wo es erschien, wo einfach, weil es nochmal verschoben wurde, ich nicht gesprochen wollte, war South Park, der Stab der Wahrheit oder der True Stick. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe auch eine ausländische Version gespielt, kann teilweise verstehen, warum bestimmte Stellen in Deutschland rausgeschnitten worden sind. Wenn dann irgendwelche Originalaufnahmen von einer gewissen Person Zombies eingespielt werden, ist das jetzt, denke ich, nicht so unbedingt spielrelevant. Klar wollte man es in gewissen Orten setzen und zeigen, okay, wir sind witzig drauf, wir können sowas und haha und ja, alles okay. An anderer Stelle muss man dazu sagen, was dann rausgeschnitten wurde, ist auch bei der Videosequenz beispielsweise, wo dann der Charakter aufs UFO entführt wird und mit Analsünden untersucht wird, dass das rausgeschnitten worden ist. Also wer dann wirklich die Szenen kennt, hält es für sehr lächerlich und fragt sich natürlich wieso. Wobei man ja auch sagen muss, die Programmierer haben mich natürlich einen guten Spaß gemacht. Teilweise die Einblendung fand ich persönlich witziger als also Videosequenzen, die dort laufen, so schon entschuldigt. Mir fiel gerade das passende Wort leider nicht ein. Da ist natürlich die Frage, tut es Not oder tut es... Ach, der war Blödsinn. So, Entschuldigung. Oh, kommt schon wieder so ein netter Träger. Gut, dass wir gleich die nächste Kartoffelmine haben. Und so weiter ausbauen. Vollkommen legitim, vollkommen muss auch teilweise sein, weil es bei uns da doch eine gewisse Geschichte gibt, das ist alles richtig, wobei es doch teilweise dann eben scheinheilig ist, dass man sagt, man darf Hakenkreuze im Fernsehen in irgendwelchen Serien zeigen und dann in solchen Spielen, oh Gottes Willen, nein, da ist ein Hakenkreuz oder zwei oder drei, das ist verboten, in einem anderen Film. Hakenkreuz, ein paar Wochen. Das ist so ein bisschen, finde ich, persönlich wirklich mehr als scheinheilig. Da sollte man sich dann nochmal überlegen, was jetzt mit dem Thema, sollte man abschließen, natürlich nicht in Vergessenheit geraten, das steht mir so vor.
lange Zeit begleiten, richtig so. Auch wenn wir so sagen, dass wir das Thema abschließen können. Es waren Generationen dann teilweise vor uns, die damit nichts mehr zu tun haben und trotzdem noch teilweise dafür, sage ich mal, höchst beschimpft werden und die Meinung nicht äußern dürfen. Und das finde ich persönlich auch dann sehr schade. Und das ist auch so ein Thema von meinen Sorgen. Wenn ich jetzt immer wieder mal schaue, wenn irgendjemand seine Meinung gegenüber Ausländern mitteilt und sie meint, das passt nicht. Ich bin ein bisschen Nazi. Und
Leipzig. Weiter, wir müssen in der 10. ihre Meinung vertreten und durch die Presse wird gezogen, 20.000 Rechtsradikale sind durch Dresden gezogen. Das stimmt ja gar nicht. Weil auf der anderen Seite, das Beispiel aus Leipzig, die linken Extremisten zerdeppern Lokale, bedrohen dort, machen kaputt alles. Da steht nichts in der Presse von, dass die böse sind. Nein! Immer schön auf eine Seite Meinungsbildung machen. Und ich kann bloß jeden raten, empfehlt euch selber meine Meinung. Ja, zumindest in dem Bereich, es geht einfach mal zu so einer Demonstration. Nicht als Mitdemonstrierender, das müsst ihr nicht, aber das Bild habe ich auch nicht gemacht. Aber sich einfach mal ein eigenes Bild zu machen und sich damit eine eigene Meinung zu bilden, ist aus meiner Sicht dann doch verdammt wichtig. So, jetzt beende ich mir erstmal das Level mit einem hochbrisanten Thema. Hallo, wir starten gleich einen Großangriff auf dein Haus. Herzlichst die Zombies. Ach, das ist aber nett, dass ihr mich vorinformiert. Das finde ich äußerst sympathisch von euch, danke. So, und ja, das ist halt so ein Thema, was ich wirklich sage. Warum? Also hier kann man ja wirklich dafür sorgen. Fuck.
Etwas. Dann nehmen wir es aufgemüpft. So. Und so befinden wir uns auch schon in der Nacht. Na ab, Machi! Na, der Bilder Dave! Ne, die geben nicht. Es macht einen Unterschied, die sehen weniger, oder? Oh, keine Sonnenblumen geben wir. Da kann man ja noch eine Buße. Pflanzen so viel. Dann ist Paletti. Na dann pflanzen wir doch so viele wie möglich. Da haben wir doch nichts dagegen, vor allem wenn sie kostenfrei sind. Haha, so. Ach, los geht's. Was soll der Geiz? So, das heißt, der erste Punkt an vorderster Front hier. Er hält die Stellung für uns. Es ist der Speer. Der Speer des Niedergangs. So. Achso, wir haben noch nicht genügend Sonne. Okay. So, jetzt hatten wir nun ein paar ernste Themen. Ich muss mich jetzt einfach wieder etwas zurückfahren von meinen persönlichen Puls. Weil doch bestimmte Themen mich auch aufregen. Ich versuche jetzt hier ein bisschen sachlich rüberzubringen. Und da uns ein bisschen auf neutral zu sehen. Und deswegen bietet euch eine
Meinung, wenn ihr immer noch sagt, dass dann bestimmte Sachen schlecht sind, ist es legitim. Ihr habt euch auf eure eigene Meinung gebildet und dazu gesagt, sie sind schlecht. Und ich habe gehört von anderen, das ist schlecht, die sind hässlich, die sind doof, das ist ein schlechter Film. Sondern ein eigenes Bild gemacht. Das ist auch wichtig. Geht ja auch weiter bei Spielen. Oft gibt es ja auch Rezensionen, da sind die Leute unzufrieden mit. Man spielt die Spiele und weiß gar nicht wieso. Ich mach mal ein Beispiel. Ich kann viele Leute vorstellen, die Gothic 3 gekauft haben. Mit den ganzen Bugs. Es war lästig. Ich hab selber, es war einfach nur lästig. Aber ich muss trotzdem sagen, Gothic 3 war doch so ein richtig schönes Spiel. Ich hatte da doch viel Spaß mit. Kann man so sagen. Und hab so teilweise genossen, Gothic 3 zu spielen. Wenn man nicht gerade zum wiederholten Mal von einem aufgetretenen Wildschwein gekillt worden ist, weil es ein Bug wurde, die zu schnell angegriffen haben, oder Questgegenstände oder Schlüsselgegenstände, die man braucht, die nicht getroppt sind, wo sie droppen sollte. Ich meine, da 100.000 Mal laden musste, war es ärgerlich. Aber es war trotzdem ein tolles Spiel und es kam natürlich dann nach und nach die Updates, was dann natürlich das Spiel wieder spielenswert gemacht hat. Was ich natürlich auch nicht verstehe, da gebe ich auch wieder den Kritikern recht. Man hätte natürlich auch mit dem Spiel rausgehen, noch mal ein, zwei Monate warten können. Da hätte man wahrscheinlich viele Fans nicht so verprellt, weil dementsprechend dann gesagt worden wäre, okay, jetzt mal an, wir beheben die Fehler und dann starten wir vollkommen durch und machen dann dementsprechend das beste Spiel draus. Aber nein, wir haben etwas Geld. Und das finde ich dann halt doch ein bisschen schade, dass dann da der Kommerz vorging vor dem Spiel Vergnügen, weil damit hat man die Klammer so richtig in die geritten. Weil die ersten zwei Teile, die waren einfach bombastisch, und das kann man nicht sagen. Und die einfach das erste größere Rollenspiel auf dem PC, was ich gespielt habe. Mittlerweile gibt es teilweise sogar von jetzt kommen von den Spielern programmieren, die selber genau diese Fehler aufgeben, und das ist sehr erstaunlich, dass dann die Community da so einen Aufwand getrieben hat, weil das Spiel doch am Herzen lag und dementsprechend damit geholfen werden sollte. Das fand ich richtig toll und erlebt man selten bei bestimmten Sachen. Wir haben eine kleine So, gibt ihr zuerst kleine, später normale Sonnen. Und genau mit diesem Endskim verabschieden wir uns. Ich bedanke mich wieder aufs Zuschauen, hoffe, habt den einen oder anderen heute etwas nachdenklich stimmen können, sich doch eine eigene Meinung zu bilden, ist es, denke ich, aus meiner Sicht wichtig. Ich hoffe, ihr hattet trotz der ernsten Themen Spaß. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Gefällt mir bei Facebook, ein Abonnieren bei YouTube oder folgt mir auf Twitter. Bis dahin und auf Wiedersehen!